Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC Building Simulator 2. Und ihr seht schon, ich war so kreativ wieder. Nein, ich habe mal ein bisschen was am Design geändert. Ich habe den Boden mal ein bisschen verändert. Und hier der Tisch. Das ist so ein Mittelalter-Tisch. Da habe ich mir gedacht, das passt vielleicht mal ganz gut. Den BenQ, den habe ich ja auch ausgetauscht. Und jetzt haben wir hier mal so ein bisschen einen anderen Style. Ne, so ein Classic-Style nennt er sich, glaube ich. Also du kannst dich ja auch ständig verändern. Gell? Jetzt sieht das Ganze halt so aus. Das ist aber auch nicht schlimm. Lustige Teppiche liegen aus. Die Wände finde ich halt immer noch am schönsten. Ne? Mit dem Bunt. Die lassen wir es so. Ja, man kann sich ja immer wieder verwirklichen, gell? Naja, so sieht's aus. So, pass auf. Wir rutschen jetzt in den 22. November. Und ich hoffe, dass ich in der letzten Folge, also in dem letzten, im letzten Tag, im Vortag quasi, alles richtig bestellt habe. So, ne, ihr seht schon, Wasserkühlung kommt heute auf uns zu. Ja, ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. So, das kann jetzt wieder geschlossen werden. Wir öffnen mal die E-Mails und gucken mal die zwei angenommenen Sachen, dass wir die machen. Also, der will aber nur die Kabel grün haben. Das kriege ich mir gerade so hin. Ich denke mal, ich habe grüne Kabel, ne? Ach du Scheiße. Das ist ja ein bunter PC. Achso, der will ja... Alles verboten, was bunt ist. Ja, das finde ich schon mal gut. Guck mal, wie lustig. Ey, da muss ich gleich mal ein Foto machen. Okay, pass auf. Los geht's. Er will sich retten vor bunten Farben. Und deswegen müssen die Kabel ausgetauscht werden. Warum ich jetzt die hintere Klappe aufgemacht habe, weiß ich auch nicht so richtig. Alle roten Kabel müssen raus. Und wahrscheinlich auch hier das Pumpenspeichergeschichtengedöns, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Dass wir dem das auch leer machen. Entschuldigung. So, grüne Kabel braucht das Land. Geflochten grün. Das sieht doch gut aus, oder? Ummantelgrün. Also ich finde das am schönsten. Das würde ich nehmen. Gibt es Minus, wenn ich dem auch noch das raustun? Weiß ich nicht, ne? Das hätte ich jetzt mitgemacht, aber steht ja nicht dabei, dass es auch rausgemacht werden soll, ne? Naja. Wird wahrscheinlich die nächste Anfrage wird dann kommen. Ja, aber mein Kühlungsmittel soll auch grün. Ja, dann musst du nochmal vorbeikommen, mein Freund, ne? So. Achso, Entschuldigung. Zum PC. Hä, zum PC? Ach Mist. Ich hab doch... Entschuldigung. Es muss ja noch angeschlossen und angemacht werden. Danke. So, jetzt können wir aber kassieren. So, 5 Sterne, 370 Dollar, um Kabel zu wechseln. Ich lach mich tot. Okay, jetzt wird es aber lustig, denn wir müssen eine CPU mit Wasserkühlung versehen. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das Spiel hat es uns zwar gezeigt, aber wir machen das jetzt zum allerersten Mal. Und ich habe richtig Schiss. Echt richtig Schiss. Ich bin mir echt... Ne, durchs einmal zeigen funktioniert das meistens ja nicht so richtig. Wir werden es sehen. Das habe ich eben auch mit meinem PC gemacht, ey. Manchmal kommst du aber nicht hin, ne? Das ist manchmal ganz, ganz schlimm. Da war ich, habe ich wirklich an meinem Lüfter gestanden und habe geguckt, wie ich den Staub rauskriege. Und hier ist es anscheinend genauso. Was ist denn hier los? Wieso funktioniert denn das nicht so gut?
Hallo. Besser drehen kann ich's nicht. 95. Aha, gut. Jetzt haben wir es. Staubreinigung. Das Meerwasserdesign will er auch, aber zuerst müssen wir Wasserkühlung machen. Oh Gott, ich hab richtig, richtig Schiss. Ich habe keine Ahnung. Also zuerst baue ich das mal aus und die CPU wird ausgebaut. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. CPU. Soll ich damit jetzt irgendwas machen? Nein, damit kann ich nichts machen. Okay. Warte. So, erstmal wieder das. Und dann angepasste Dings. Ja, ihr wisst schon. So, jetzt brauchen wir den CPU-Block. Ja, und den setzen wir da jetzt drauf. So, und jetzt müssen wir einen Lüfter ausbauen, der 140 groß ist. Wir haben jetzt nur 120 gekauft. Warum kann ich den noch nicht ausbauen? Weil der noch angeschlossen ist, oder was? Oder muss der zuerst raus? Nee, der ist noch angeschlossen, ne? Ich probiere den mal auszubauen. Und den Radiator einzubauen. Okay, das hat sogar funktioniert. Und jetzt noch der Pumpenspeicher. Hallo? Hallo? Der war doch eben noch da. Hallo? Warum ist der auf einmal weg, nachdem ich das da eingebaut hatte? Immer noch nicht. Hä? Ich hab einen Bug. Mama! Ich hab einen Bug. Geh nochmal raus. Geh nochmal rein. Installieren. Wo ist mein Pumpenspeicher? Hallo? Ach, der passt nicht zu dem PC. Ich will ihn aber trotzdem probieren. Wieso ist der inkompatibel? Ist der zu hoch oder was? 190. Wann muss ich das abschließen? Morgen. Oh, nee, oder? Und woher weiß ich das? Shop für angepasste Wasserkühlung. Pumpenspeicherbehälter. Wir haben 190 mm gekauft Höhe. Aber 190 ist Standard, ne? Dann versuchen wir doch, den kleinen mal zu kaufen. Anders müsste ich mir jetzt nicht zu helfen. Machen wir gleich heute
Ist jetzt mir auch egal, das wollen wir jetzt fertig machen, oder? Das wollen wir jetzt fertig machen. Ist mir egal, ob das jetzt mehr kostet oder weniger. Oder ist jetzt auch egal, komm. Das wollen wir jetzt ausprobieren, weil das kann ich. Das finde ich blöd jetzt. Okay, das will er. Das kann man. Können wir reinsetzen, ja? Und wo? Ach, vielleicht kann ich ja den raustun. Was ist denn, wenn ich den hier deinstalliere? Jetzt kann ich... Was hat er denn jetzt schon wieder? Jetzt geht's. Okay. Das müssen wir wieder sauber machen. Inkompatibel. Ja, aber... Okay, ich verstehe es nicht. Inkompatibel. So, und den setzen wir jetzt wieder hier hin und den anderen Lüfter, Gehäuselüfter, einen, der kann noch hier oben hin. So. Und jetzt kommen die Rohrleitungen. Dem war das ja egal, welches Kühlmittel und bla bla bla, ne? Also. Oh Gott. Also von... von hier nach da... Was ist jetzt? Steht der Lüfter da oben oder was? Keine Strecke für ein flexibles Rohr. Kann man den nicht drehen? Damit kann ich einen PC drehen. Ja, guck. Was ist denn, wenn ich den so anschließe? Jetzt müsste es auch irgendwie klappen, oder? Also, flupp und flupp und flupp und flupp und flupp und flupp. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig angeschlossen habe. Ich finde es schön. So, jetzt brauchen wir noch Kühlmittel. Und die Kabel müssen natürlich auch noch angeschlossen werden, da hast du recht. Einfach schwarze Kabel wieder nehmen. So. Jetzt kommt das Kühlmittel. Und da machen wir... Keine Ahnung, weiß gesprenkelt. Sieht bestimmt cool aus. Hat das geklappt? Also er sagt ja. Okay, jetzt gucken wir mal, welche Teile wir hier noch wieder einbauen können. Laufwerkschacht. Geht das wieder rein? Nee, ne? Das
draußen, haben wir jetzt ausgebaut, weil es geht nicht mehr. Die müssen draußen bleiben, die Geschichten. Der Staubfilter kann wieder eingesetzt werden und die Frontblende. Und die hintere Wand und die vordere Wand. Oh Gott, ich hab's getan. Oh Gott, ich hab's wirklich getan. Ich spinne. Davor muss ich, glaube ich, gleich nochmal ein Foto machen, dass ich es wirklich getan habe. Gut, wir dürfen uns noch nicht zu viel freuen, ne? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut sogar aus. Ach du Heiliger, wir haben es wirklich geschafft. Guck mal, wie schön das ausschaut. Oh, ich hab's geschafft. Das ist ja der Knaller. Okay, und was will er jetzt noch haben? Meerwasserdesign. Oh Gott. Der hätte ich natürlich jetzt blau nehmen können, ne? Meerwasserdesign. Meerwasser anwenden. Ja, aber das passt trotzdem. Oh, das sieht ja voll cool aus. Oh, den PC würde ich aber auch jetzt nehmen, ne? Vom Design her. Schön. Gefällt mir gut. Und kassieren 5 Sterne. $1,020 Gewinn gemacht. Na, siehste. Klasse, meine CPU bleibt jetzt viel kühler und das Meerwasserdesign sieht so cool aus. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen. Wir glauben an uns. Merkt das? Oh, mir ist ganz schlecht. Wow. Aber trotzdem verstehe ich nicht. Warum jetzt der Pumpenspeicher da nicht reingehört hat. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Ah nee, warte mal, wir müssen erst mal gucken, ob vorne was verkauft worden ist. 2 PCs sind verkauft worden, dann gucken wir mal Shop Sales. Der IMB ist verkauft, wir haben mit 191% Gewinn. Und der Donut Love ist mit 225% Gewinn weggegangen. Okay, dann gucken wir gleich mal wieder in unserem Schrank. Dass wir da wieder ein paar PCs rausbekommen. Ja, der Zebra, der muss natürlich hin. Wie heißt das Zebra im Dings? In Madagaskar. Ach, wir können es ja Madagaskar nennen. Madagaskar. 2000. So, 2299. 2499. 2549. Verkaufen. So, dann holen wir den nächsten PC. Was haben wir damit gemacht? Ach, das war dieser schöne, gell? Ja. Ich wollte gerade so einen verdeckten Namen benutzen. Aber ich kenne keinen. Wenn ihr versteht, was ich hier meine. Manchmal isst man
blockiert. Oh! Manchmal ist man total blockiert. Kennt ihr, gell? So, jetzt können wir uns um die Geschichten kümmern. Ich weiß nicht, so ein Gehäuse würde ich irgendwie nie haben. Oder, Leute? Das gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem, da kommt doch überall Staub rein. Oder es bläst durch. Ich habe keine Ahnung. Trotzdem will ich schon nicht. Nein, 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 nein. Nein. Ich will nicht sauber machen. So. Schön leuchten tut er ja, gell? Platine. Die ist kaputt. Und die nehmen wir mit rein. Ach, es ist schön, wenn man nichts mehr zu tun hat. Jetzt kriege ich die Dinger nicht mehr rein. Ich wette es mit dir. Pass auf. Doch, krieg ich? Doch, krieg ich. Manchmal blockiert ja die Prozessorkühlung, ne? Dann kriegst du die RAM-Dinger nicht mehr rein. Die RAM-Riegel kriegst du nicht mehr rein, aber diesmal ging's. So. Alright, wunderschön. Ist noch irgendwas da drin? Nö. Dann machen wir mal schöne Kabel. Und das war's. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Auf jeden Fall kann, glaube ich, so ein PC nicht auf dem Boden stehen. Sowas steht auf alle Fälle auf dem Tisch. Oder? So, wir tasten uns wieder an die ganze Tuning-Geschichte ran, die schon jetzt nicht funktioniert. Funktioniert grandios. Ganz, ganz toll haben wir das gemacht. Oh Gott. Gott, CPU-Übertaktung funktioniert schon mal nicht. Dann machen wir Rücksetzung auf Werkeinstellung und versuchen wenigstens die RAM-Geschichten zu übertakten. Ich glaube aber auch nicht, dass das großartig funktioniert. Naja, wir werden es sehen. Also, positiv denken. Oder auch nicht. Starten wir ihn doch einfach mal. Ach, er funktioniert sowieso nicht. Der PC läuft. Na, von mir aus läuft der aber nicht hier. Was heißt denn das?
Wenn dieser Fehler, prüfen Sie, ob neue Hard- oder Software ordnungsgemäß installiert ist. Sollten Sie Probleme dann aufdrehen, deaktivieren oder entfernen Sie. Hä? Ich habe doch eine neue Dings reingetan, ne? Nicht, dass ich es vergessen habe oder so. Ich habe die Wärmeleitpaste vergessen. Schande über mein Haupt, das ist mir ja das erste Mal passiert. Nein. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ach du Heiliger, das ist mir ja noch nie passiert. Ach du heiliger Strohsack. Oh Gott, mir ist ja ganz schlecht. Oh Gott. Oh Gott, Mama. Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, es ist immer das erste Mal, ne? Ich wundere mich. Ja. Du bist ein Noob, 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 Noob. Okay. Aber wir machen einfach mal schön weiter. Installieren wir die ganze Geschichte und dann hat niemand gesehen, Leute. Das spulen wir einfach wieder zurück. Das hat niemand gesehen. So. Klung. Mach erstmal die Farben. Aber es sieht eigentlich jetzt schon sehr schön aus. Das gefällt mir nicht. Oh. Schön Regenbogen. Das mag ich. So, alles klar. Na, das lässt du mal laufen. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Die CPU-Temperatur ist schon relativ hoch jetzt. Trotzdem probieren wir noch mal RAM zu übertakten. RAM. Das funktioniert auch. Dann haben wir da drin 850 Watt. Aber wie gesagt, ich krieg's wahrscheinlich nicht sehr hoch. Ich mach mal, ja, ich mach das mal und dann gehe ich mal so hoch. Langsam rantasten. Noch gut aus. So, jetzt sind wir bei 80 Grad. Noch ist alles in Ordnung. Mal gucken, ob man noch mal 100 hochgehen oder ob er dann sagt, Und er sagt, Ich würde vielleicht
damit nochmal runtergehen, aber dann gucken, ob das vielleicht schon das war. Nein. So, jetzt soll es aber eigentlich klappen. Was, ich muss noch mal eins runtergehen? Och nö. Also, ach, was mache ich denn? Anwenden. So, jetzt müsste aber klappen. Ach, was eine Geburt. 3D-Mark. Nächster PC. So, dann haben wir hier. Ein RAM-Dingsbums ist kaputt. Ein RAM-Dingsbums ist kaputt. Verkaufen. Installieren. Kabel entfernen. Kabel installieren. So. Gut, bei dem brauchen wir jetzt nicht so lange. Sagte sie. Und wir sind gleich Level 13. Kriege mir das jetzt noch hin? Wahrscheinlich nicht, ne? D-Mark. Beleuchtung. GPU-Tuner. Und OCCT. Es ist ja so realistisch mit den Wartezeiten der Installation. Pink? Warum pink? Wollen wir es pink lassen? Gogong. Gogong. The Patrick Swayze PC. Das ist der Patrick PC. So.
Das ist der Gugong. So. Anwenden. Da lacht er doch drüber. Komm, push it high. Push it real gut. 72 Grad. Siebenundsiebzig Grad. Entschuldigung. Wie war das noch mal? Wie war das noch mal? Da geht's jetzt schnell. Easy. Wunderschön haben wir das gemacht. Ganz, ganz toll. 3D-Mark, Schuss. So, dann haben wir hier drin. Die Grafikkarte war kaputt. Die 2070 Super. Nein, so will ich die nicht drin haben. Nein. Oh, aber so sieht's so schön aus, genau. So. Oh, Entschuldigung. Schöne graue Kabel braucht das Land. Finde ich auch, dass da Grau sehr gut reinpasst. Deckel drauf. Deckel drauf. USB-Stick rein und Schuss. Ich überlege gerade, wie ich die Folge nenne. Ich meine, ihr wisst ja schon, wir gehen, glaube ich, nur auf unseren Erfolg ein. Wir haben die CPU mit Wasserkühlung versetzt. Ich finde, das ist ein Erfolg wert. Dass ich die Wärmeleitpaste vergessen habe, das ignorieren wir einfach. Das braucht ja nicht als Folge dastehen, dass wir Noobs sind, ne? Das wissen nur die, die wirklich die Folge gesehen haben. Ah, ich glaube, ich tot. So, gib mir den Fluss. Ja, so sieht das aus. Dann gucken wir mal, dass wir das schön hochpushen. Ui, jetzt sind wir schon bei 80 Grad. Okay, na das passt doch prima. Dann lassen wir das so und machen 3D-Mark und Schuss. So. Tja, was machen wir mit dir? Ich finde, da fehlen ein paar Sticker, ne? Oder wir machen dich komplett.
Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht schön. Finde ich. Wollen wir so eine Essensgeschichte mal machen? Die hatten wir auch noch nicht gehabt, oder? Oder hier mal. So eine, hm? Das ist doch cool. Das sieht doch cool aus. Haben wir alles gemacht? Ja, gell? Ja. So, was haben wir mit dir? Du warst ja der Patrick, ne? Du warst ja der Patrick. Da brauchen wir irgendwas Loveliges. I like to dance. Patrick. Was haben wir hier noch? Was ist denn das? Beten. Oh Gott. Ja, das ist Dirty Dancing, wie man es kennt. So, und dann haben wir jetzt dich. Guck mal, ich habe irgendwie, ich fühle immer die Seelen der PCs, ne? Ich will die dann immer so herrichten, wie es irgendwie zu denjenigen passt. Ich weiß auch nicht. Du bist eher der da. Ach stimmt, einen pinken Zebra müssen wir ja auch noch machen, ne? Stimmt ja. Okay, dann haben wir das gemacht. Dann kommt jetzt zuerst unsere E-Mail-Geschichte. Ach du Scheiße, jetzt beginnt es mit der Wasserkühlung. Ach du heiliger Strohsack. Im Auftrag des Herrn. Hallo mein Kind, es ist wirklich ein Segen, dass ich dich in dieser Online-Anzeige gefunden habe, denn deine Dienste werden dringend gebraucht. Ich bin der Pfarrer der Kirche St. Dibley in Rickham. Wir mögen klein sein, aber für ein modernes Haus Gottes im 21. Jahrhundert ist es unverzichtbar, in den Gottesdiensten einen Computer zu verwenden. Insbesondere die musikalischen Funktionen werden benötigt, denn unsere Orgel ist dringend reparaturbedürftig. Dank Gottes Hilfe hat unsere Kirche starke, stabile Mauern, aber leider ist der Innenraum besonders im Sommer recht stickig und das führt zu einer Überhitzung. Letzte Woche spitzte sich die Situation zu, als der Computer, während das Grab ist leer, der Held erwacht, abstürzte und die Völker aller Zungen 27 Mal wiederholte, bis ich die Beherrschung verlor und den Stecker zog. Mir wurde gesagt, dass das Problem möglicherweise zu lösen wäre, wenn du eine Wasserkühlung für das Motherboard und die Grafikkarte installierst. Mama, ich will nicht. Das Kühlmittel kann ich vielleicht später wechseln. Immerhin verfügen wir vor Ort über reichlich Weihwasser und es wäre doch eine Schande, dieses nicht zu unserem Wohle einzusetzen. Der Herr sei mit dir. Pfarrer Chap Lane Priestley aus der St. Dibley Rickham Kathedrale vor allem. Ich mag nicht. Annehmen.
Oh Gott, oh, jetzt kacke ich mir ins Hemd. Okay, zuerst kümmern wir uns um die Hauptplatine, ja? Hauptplatine, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hauptplatinenwasserblöcke. So, jetzt muss ich gucken. Nach was eigentlich? MSI Mac Z390. Oh, das ist das da, oder was? Oh, das ist geil. Wie viel Budget hat denn der eigentlich? 800. Oh, das kriege ich mehr, oder? Oh, sag ich einfach mal so. Okay, dann nehme ich den da. Wenn der so viel Budget hat. Dann nehme ich den da. Bestätigen. Eine Wasserkühlung hat der bisher nicht drin. Oh Gott, ich tu mir ins Hemd kacken, echt. Hauptplatine, ne? Dann brauchen wir einen Pumpenspeicher, wo ich wieder nicht weiß, welchen ich kaufen soll. Deswegen kaufe ich einfach mal. Jede Größe. Ich kaufe jetzt alles. Und dann muss ich gucken, was reinpasst. Na, das Müll brauchen wir nicht, aber das da, ne? Okay. Pumpenspeicher. Habe ich auch. Und dann will er noch die GPU, ne? Pfarrei. GPU will er auch noch machen. Oh Gott. Ich sterbe, ne? Hat er schon eine GPU drin? 2070 Ti Founders. Kompatibel mit. Was hat er nochmal? 1070 Ti. Ich sehe nur 2070. 1080. 1070. Da ist einer. 1070 Ti Founders Edition. Bestätigen. Und was brauche ich jetzt noch? RAM brauche ich nicht. Speicherblöcke brauche ich nicht. Kühlmittel habe ich. Das ist alles Deko. Brauche ich auch das? Nee, ne? Das ist ja schon, das ist ja eine wassergekühlte GPU, die müsste ich einbauen, wenn er kein GPU-Block installieren könnte, wahrscheinlich, ne? Oder wie ist das? Das ist nämlich schon eine richtige wassergekühlte GPU, richtig? Also war es das. Ich brauche keinen Radiator, oder? Brauche ich auch einen Radiator? Brauche ich einen Radiator nur bei CPU? Nee, ne? Ich brauche auch jetzt einen. 1,80.
Oh Gott, das wird was werden. Ha. 1,80. Vierzig, 3,60. Ich nehme jetzt einfach das Billigste. Einfach mal probieren. Und das kaufe ich auch mal einfach sichtshalber. Und das auch. Und das. Und das. Dass ich es einfach mal im Lager habe. Okay. Das wird spannend am nächsten Tag, Leute. Das kann ich euch versprechen. Okay, und dann haben wir noch einen El Mysterious. Wasserkühlung gesucht. Sehr geehrte Damen und Herren, mein PC braucht eine Wasserkühlung. Können Sie mir weiterhelfen? Könnte ich bitte so eine angepasste Wasserkühlung für meine GPU haben? Ich glaube, Formenaufkleber würden auf einem PC gut ausschauen. Also, Anpassung. Geht das? Eine Innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen. Wäre das nötig? Reinigung. Gut. GPU mit Wasserkühlung versehen. Auch annehmen. Und das ist jetzt bestimmt so. Der hat schon eine integrierte Wasserkühlung mit drin. Und der will die GPU mit Wasserkühlung versehen. Die 1080 Ti. Ist das möglich oder? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Warte mal. Was stand da gerade? Doch, 1080 Ti. Ja, da bestimmt nicht. Wetten? 1080. Doch, hier. Wie viel Budget hat der? 140. Hä? Der hat $140 Budget. Aber dieses Teil kostet alleine 80 und ich habe 2. Und jetzt, was mache ich jetzt? Günstiger geht nicht, glaube ich, oder? Machen wir mal Preis aufsteigend. Ja, günstiger geht nicht. Verstehe ich nicht. Oder nur eine GPU oder was? Wie macht man das dann? Wie macht man das dann? Also ich kaufe jetzt mal 2. Aber dann kommen wir halt drüber, ne? Keine Ahnung. Ich kaufe mal 2. Ist für mich logisch. Komisch, ne? Okay. Ja, wir werden es am nächsten Tag sehen, Leute. So, da schauen wir jetzt gleich rein. Na, das wird was werden, Leute.
So, dann haben wir 791 Gewinn, wenn wir eine MS Mac Z690 einbauen. Eine Z690. MSI Mac Z190 Unify. Gucken wir nicht noch Unify. Z690 Unify. Ja. Diesmal geben wir Kohle aus, Leute. Kaufen. So, dann haben wir hier noch 483 Gewinn. Intel Core i5-8600K. Kaufen wir auch. Okay, was haben wir da noch? Hier haben wir Silverstone ST75F. ST75F, Silverstone, zack. Kaufen. Und dann haben wir hier noch, ach, das lassen wir links liegen. Okay. Jetzt haben wir Kohle ausgegeben, Leute. Aber wenn wir das am nächsten Tag hinbekommen, dann sind wir die Könige der Welt, sage ich euch. Ob wir es schaffen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich schwitze mir auf jeden Fall jetzt schon was zusammen. Ui, die Blätter fallen von den Bäumen, so sieht's aus. Oh Gott, mir ist ganz schlecht. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.